Liebe Clasherinnen und Clasher, willkommen bei mir im Thorsten bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans im Clan Wölf G. Wölf G oder so, keine Ahnung, aber ich habe schon so ein bisschen was aus diesem Clan gezeigt gehabt, nämlich in meinem Livestream. Wer den am Wochenende verpasst hat, oben, da oben ist das immer für euch. In der Infokarte verlinke ich den nochmal und auch am Ende des Videos habe ich den auch nochmal drin. Wer nochmal Zeit und Lust hat, kann sich den gerne anschauen. Der weiß dann so ein bisschen, wie bei mir die Livestreams ticken. Es war ja ein kleiner Chaos-Livestream, muss ich dazu sagen, denn ich musste tatsächlich zwischendurch weg, weil ich ein bisschen was regeln musste, technisch. Und also verkaufstechnisch. In der Zeit hat ja der liebe Alex hier bei mir übernommen. Fand ich auch sehr, sehr nett. Allerdings, Dankeschön, liebes Tablet. Was ich nicht so nett fand, ich gucke mir meine Streams da selber nochmal immer an. Ich gucke sie mir immer nochmal selber an. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Alex hier einfach so von meinen Getränken genommen hat. Und ihr fandet das auch noch witzig. Ihr hättet ihn davon abhalten sollen, aber vielleicht hat er es auch nicht gewusst, denn er ist ja eine ganz abgezockte Socke schon, denn er hat sich ja gar nichts anmerken lassen, dass er hier vom Papas Bio-Bier trinkt. Hat dann aber dann irgendwann ja, glaube ich, zum Bio-Saft gegriffen. Aber trotzdem hat er hier hart Erdnüsse gefuttert und so weiter. Aber wir haben hier, wie gesagt, aus diesem Clan schon so ein bisschen was gesehen im Livestream. Aber trotzdem fand ich es heute mal... Ich fand es ganz fair, dass ich mit dem Rathaus 9er hier erstmal einen Klarkrieg mitgespielt habe, denn ich habe hier gesucht mit dem Alex und habe ein bisschen in meine Kommentare geguckt und fand das eigentlich ganz nett, was mir der Peter geschrieben hat. Habe gedacht, komm, da gehst du mal rein, machst mal wieder ein paar CK-Sterne mit diesem Account und vielleicht hilft es der Meute hier ja auch. Aber es waren schon ein paar komische Angriffe dabei und ihr dürft mir auch nicht sauer sein, wenn ich so ein paar kann ich hier einfach nicht zeigen, weil da habe ich mich so rüber aufgeregt. Es wurden ja immer 3 Sterne. Nur in welcher Range das passierte hier? Ich meine, die Dörfer sind hier jetzt nicht so super, super high-end, sondern es ist ein Casual-Clan hier. Und wir gucken einfach mal weiter. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Und ich lasse mich vor allen Dingen von den Angriffen hier überraschen. Also ein Rathaus 7 auf ein Rathaus 7. Keine Überraschung, das ist absolut fair. Auch wenn das Rathaus 7 vom Gegner jetzt nicht so Bombe ist, hat der BMW hier ein Plane-Drachenangriff hingelegt. Immer schön. Clanbuch hat er dabei gehabt. Ich nehme an, er hat auch einen Drachen dabei gehabt. Auch das fand ich sehr, sehr gut, mal wieder zu erfahren. Denn das ist nach wie vor, ich sage es ja immer wieder, auch das ist Clash of Clans. Clash of Clans findet ja nicht nur im High-End- und High-Level-Bereich statt, sondern auch hier unten im Rathaus 4, 5, 6, 7, 8er Bereich. Auch noch nicht mit so guten Truppen, mit eigentlich schon ganz anständigen Helden. Aber ich sehe es gerade, es ist ein 8er. Okay. Ja, auch so kann es kommen. Also ein Rathaus 8 mit Level 2 Drachen, aber immerhin King schon mal auf 6. Vermutlich ein frischer R8. So genau habe ich mir die Bases hier und die Leute nicht anschauen können. Das liegt dann nur ein bisschen an meiner knappen Zeit. Auch heute habe ich immer mal wieder ein bisschen reingeguckt. Aber so wirklich aktiv war ich hier schon. Ich war hier schon, habe meine Angriffe ganz brav gemacht. Habe auch ein bisschen gespendet, denn auch hier kam es nicht immer auf Max-Truppen an. Das ist mir natürlich als Rathaus 9 super recht, dass ich hier auch zum Spenden komme. Und wenn jemand sagt, komm, mir reicht ein Päcker, es ist ja ein Clan Level 7, der geht dann immerhin ein Level hoch, dann ist es ein Level 5 Päcker. Wenn der in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Da bin ich ja nur froh rum, dass hier auch mal ein bisschen was los wurde hier. Ja, und so ein paar Sachen habe ich ja eben schon gesagt, die habe ich nicht verstanden. Ich meine, Leute, das ist ein Rathaus 7. Der greift hier mit dem Rathaus 9 an. Hat sich jetzt einmal im Zauber vergriffen, ja, indem man einfach den Fries setzt. Und ich, manchmal, es waren einige Angriffe hier so, da wusste ich nicht, Leute, was macht ihr? Aber es ist halt Clash of Clans. Es ist halt Clash of Clans und du gibst einfach irgendwo das Beste. Ich denke mal, das hat der King 50 Levent hier auch gemacht, oder King 50 Levent. Einfach das Beste gegeben in dieser Base hier. Ich meine, als Rathaus 9, da sind wir mal ehrlich, ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Truppen, aber alleine der Packer auf Level 4, die hätte sich auch so reinschicken können, mit ein paar Magiern, die dann die Clanburg machen. Aber so ist das nur eines Vorspulens wert. Ist auch so war das hier. Ihr wisst genau, worauf ich so ein bisschen ziele. Ich bin selten in solchen Clans, wo das dann so herbe abgeht. Aber ich freue mich, denn
wie gesagt, es ist einfach Clash of Clans. Und dann geht das manchmal so. Jetzt müsste ich nachzählen. 10 Valkyren, 3 von denen. Alter Falter. Die Zauberzusammenstellung ist auch abenteuerlich. Aber auch hier keine Max-Truppen in der Clanburg. So ist das hier normal bei den Wölfe-Gesten. Dass die aber durchaus kämpfen können. Auch nach wie vor wieder von Rathaus 9 auf Rathaus 8. Ja, man tut sich halt ein bisschen schwerer. Was aber, wie gesagt, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Es ist alles nicht so schlimm. Hier gegen den Feger angekämpft. Mit den Loons, aber schon, also eigentlich eine super coole Lufttruppe mit den Helden. Da kann man auch mal ein Rathaus 9 machen. Man muss dann halt nur die richtige Taktik haben. Ist hier jetzt aber einfach so ein bisschen über so eine Achterbase. Ihr seht das hier mit dem Drachen. Da kann ja ruhig ein Drachen rauskommen. Ist völlig Wumpe. Am Ende wird es dann nur ein bisschen schwierig. Er hat halt so ein bisschen einfach auf die Welpen gehofft. King und Queen, das setzt er jetzt erst fürs Clean up. Er hat einfach auf die Welpen gehofft. Die haben den Drachen irgendwie erledigt mit ein bisschen Gift. Also, so kann man es machen. Aber es gelingt auch nicht jedem. Mal so ein Dip von 9 auf 8. Also, ich habe auch schon etliche Leute failen sehen mit solchen Truppen hier. Die dann vielleicht so einen Einserhund dabei haben. Aber nur einen. Und den Rest Loons. Ja, da hast du dann natürlich nicht so viel Welpen hier in der Base, die dann mal eben so einen Drachen wegmachen. Aber ich glaube, der Haze hat das gut geregelt. Und auch der Kollege, der mich hier eingeladen hat, was heißt der Kollege? Der liebe, nette Member, der Peter, der mich hier eingeladen hat, hat komische Angriffe gemacht. Aber er ist zwar ein Rathaus 10, aber auch nicht so wirklich stark. Und macht das aber ganz gut. Hat er gut gesehen, dass die Luftabwehren hier ganz, ganz mittig stehen. Das heißt also erstmal überhaupt keine Gefahr für Lufttruppen. Also einfach mal einen Drachen mit zu dem King gesetzt hier. Der macht schon mal ein bisschen Cleanup. Und ja, es geht hier jetzt mit zweier Minern durch diese Base durch. Und der Drachen, ja, perfekt, eigentlich gut mitgenommen. Der nimmt sich jetzt die Clanburg-Truppen vor. Da ist ein Drache drin und ein Babydrache Queen noch dazu gesetzt, eine 20er, also es sind Taktiken hier, die habe ich auch so noch nicht gesehen und es hat mich manchmal gewundert, dass sowas irgendwie 3 Sterne wird. Das ist eine Max aus RH9 Base hier und als Rathaus 10er mit 2er Minern, wie man so vorgeht, ist auch für mich ungewöhnlich. Ich muss einfach mal sagen, ich hoffe, der Peter ist mir nicht allzu sauer. Ich glaube, er ist es mir nicht. Und aber es gibt ja, wie gesagt, manche Konstellationen, auch jetzt die Clanburg. Ah, Mann. Ich meine, da hast du dann, oder er hat halt damit gerechnet, die Miner machen die Luftabwehren weg und dann komme ich noch ein bisschen mit Lufttruppen. Kann auch sein. Er hat das hier irgendwie gerissen. So will ich das mal sagen. Jetzt noch mit den restlichen Drachen. Hier kommen Drachen als Clean-Up. Das ist auch geil. Denn die Miner haben hier natürlich schon die Base gerockt. Also Level 2er Miner. Auf einer Rathaus 9er Base immer für einen guten Dip immer für einen guten Dip zu haben und so ging das hier, aber so schlich sich das so ein bisschen durch den ganzen CK durch. Aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, immerhin jetzt kommt so ein bisschen ins Ego, konnte ich mit meinem Rathaus 9 mal ein Rathaus 10er schlagen. Das kommt auch nicht alle Tage vor, wie ich das gemacht habe, könnt ihr jetzt sehen. Jetzt könnte ich natürlich wieder sagen, ja, der ist der Toto, der ist ja nicht ganz so gut, das ist ein Opfer für dich, genau. Deswegen, Leute, 30er Heldenpärchen hier, also Max RH9 und dann sind solche 10er Gegner hier, also 5 auf 5, das war mein Gegenüber hier, sind solche Gegner für euch ganz, ganz easy zu machen, aber es war gar nicht mal so easy. Ich habe schon ein bisschen länger über diese Base nachgedacht. Wie kommst du hier mit deiner Truppe rein? Hab mir natürlich so ein bisschen... ich habe damit ein bisschen geliebäugelt. Die Inferno stehen auf Single, stehen auf Multi. Und eine heilen oder eine so stark durchzuheilende Queen hier, die kommt sicherlich bis vielleicht zu einem Inferno. Mal gucken. Und dann den Rest vielleicht mit Luft, weil die Luftabwehren hier waren. Da war jetzt nur eine auf Max-Level. Hier unten erstmal die Clanburg gelockt habe. Ich hätte fast vergessen, die Clanburg zu locken. Ich habe vorher extra nochmal umgebaut. Also ein Loon weniger, dafür aber den Hog Rider, der mir die Clanburg rauslockt. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so wirklich viele Wutzauber, nämlich nur noch einen einzigen. Mein letzter läuft jetzt aus und den habe ich mir jetzt auch erstmal noch gelassen. Denn nach dem Lager hier, leider, macht die Queen wieder das, was sie am liebsten macht. Okay, erstmal die Kanone und dann die, beziehungsweise den Bombenturm.
Aber da kriegt sie jetzt schon Beschuss. Glücklicherweise ist es ja mittlerweile zu heilen. Hier habe ich jetzt meinen King einfach so in die Base reingesetzt. Ich muss gestehen, ich wusste nichts Besseres mit dem King anzufangen, als den einfach hier reinzuschicken. Denn mein Ziel war natürlich noch wenigstens so eine Inferno hier zu schaffen. Queen geht aber erstmal aufs Rathaus. Warum auch erst auf den Inferno? Ich meine, der tut der Queen weh und trotzdem geht sie aufs Rathaus, weil das Rathaus das nächste Gebäude ist und natürlich auch immer der Ort der Begierde. Jetzt habe ich hier schon angefangen unten mit dem Luftpart und auch gegen die Multi-Infernos sind natürlich okay. Für die Loons ist es scheiße, aber für die Hunde ist es natürlich top. Denn die Hunde überleben richtig lange. Meine Queen, das ist auch der Hammer. Voll durchgeheilte Queen von den Heilern und trotzdem ballert mich der 10er King hier runter. Also krasses Ding hier. Jetzt habe ich aber hier noch so viele Loons in der Base. Und ich hoffe, meine 6 Sterne, ja, es werden auf jeden Fall 3 Sterne hier. Meine 6 Sterne haben den Clan so ein bisschen zum Erfolg verholfen. Das war zumindest zu dem Zeitpunkt meine Hoffnung, weil ich gedacht habe, Mensch, 6 Sterne hier auf 5 und ich glaube, ich habe die 7 auch auf 3 gemacht. Das kann so ein bisschen helfen, weil wir oben auch schon so ein bisschen verdattelt haben. Aber mal sehen, wie die sich da oben dann geschlagen haben. Es kann ja jetzt nur noch höher werden. Und hier oben wurde das in jedem Fall höher. Hier sind wir schon von Rathaus 11, kleines Rathaus 11. Also mit kleinen Helden, noch nicht mal RH9 Niveau, aber auch diese Base ist natürlich jetzt nicht gerade so Rathaus 11 Niveau. Sind wir ehrlich, ist ein 1er Igel, also ein 1er Adler und die Luftabwehren sind natürlich jenseits von Gut und Böse hier in dieser Base und wurden nicht zündbar. Auch wieder eine Kombi, alter Falter. Lufttruppen, Luft und Erd so gemischt mit den Packies hier. Ja, geht's einfach mal mit den Packies rein. Er hat die auch schon auf 7. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut. Damit kannst du natürlich hier so eine Base, okay, das sind jetzt Single Infernos, die tun natürlich ein bisschen mehr weh, aber da macht es einfach so ein bisschen die Masse hier in der Mitte. Der Warden kann eigentlich nichts anderes machen, als einfach nur seine Aura zur Verfügung zu stellen. Denn alle, die ja jetzt in der Aura sind, das wisst ihr, haben erhöhte Trefferpunkte, auch bei einem 2er Warden, gar keine Frage. Und die Single Infernos sind natürlich jetzt schon eine ziemlich fiese Nummer hier für die Truppen hier, die fliegen, vor allen Dingen für die Drachen, die sind jetzt erstmal alle weg. Aber hier unten ist noch ein bisschen Drache und hier sind noch Packers. Hier sind noch Packers. Hier in der Mitte bei Queen und Warden sind auch noch Packers. Jetzt wird ja eine oder die eine Packer wird geheilt hier. Ist gar nicht so schlecht. Heute Abend war auch eine kleine Diskussion bei uns bei den Spätzles, ob man da nicht Angst hat, wenn man gerade so ein... das war im Discord, war es eine Diskussion, ob man da nicht Angst hat, wenn man Queen und Packer dabei hat mit Heilern, dass die Heiler dann plötzlich auf Packer überspringen. Macht doch nichts. Solange die Packers dann auch ihr Feuer kriegen, ist das alles im sauberen Bereich. Und dann darf natürlich nur die Queen, so wie in diesem Fall, eigentlich jetzt keinen Beschuss kriegen. Okay, jetzt kriegt der Warden erstmal Lack. Und gleich sind die Packer natürlich auch nicht mehr in der Aura drin. Das heißt also, hier unten ist noch was da. Hier jetzt noch, und das war schon. Und das könnt ihr euch denken, ein Packer gegen ein Single Inferno, der jetzt noch so weit durch muss. Der muss sich noch durch eine Mauer boxen. Und er geht aber erstmal außen rum. Geht erstmal außen rum. Ich gehe mal ein bisschen näher rein. Denn im Moment sehen wir die Füllstandsanzeige nicht bei dem Packer. Mal sehen, wenn gleich die Kanone drauf schießt, glaube ich, dann sieht man es ja wieder. Auch da kann man dann so ein bisschen abschätzen, wie voll, wie leer ist er. Oh, das geht eigentlich noch. Geht ja noch. Die Rathaus 9 Kanone ist nur Futter und 14 Sekunden noch Zeit, hier das den letzten Sammler noch komischerweise noch einmal zur Mauer gedreht. So, jetzt geht es dem Inferno an Kragen, aber der Single Inferno ist dann auch für den Packer leider ein bisschen zu stark. Also 2 auf 2 hier 99%. Ich hätte fast gesagt, willkommen im Club. Und oben war es besonders schwer. Ich meine, der Tim ist ein Rathaus 12, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Es ist ein Rathaus 12. Ja, es ist ein Rathaus 12. Es sieht eigentlich so aus, als wäre es ein Rathaus 11. Nein, er ist ein Rathaus 12. Aber so sieht das halt aus, wenn du deine Helden nicht so hoch machst, unbedingt ein Rathaus 12 haben willst, wenn nicht sogar schon Rathaus 10 haben willst. Denn irgendwann fing natürlich die Rusherei
beim Tim an. Das ist jetzt kein Ankreiden. Ich glaube, der Itzo hat auch mal so einen Spruch gebracht, jeder muss Clash of Clans so spielen, wie er das gerne möchte und wie er das für gut befindet. Und der Tim macht das hier scheinbar. Die Truppenkombination ist jetzt nicht schlecht gewählt, allerdings gegen zwei Luftfeger die Elektro-Drachen zu schicken, ist grenzwertig. Auch mit dem Lava-Hund. Ich meine, der Lava-Hund tankt dir nichts. Null. Ich meine, okay, den Adler. Aber das ist dann auch gewesen. Keine einzige Luftabwehr, die sind jetzt nämlich alle schon weg. Und ich glaube, er wäre vielleicht besser bedient gewesen, egal, von der anderen Seite zu kommen oder von einer Flanke hier zu kommen und das Rathaus zu bekommen. So kam er 3 Sterne mäßig hier dem Rathaus entgegen. Und ich glaube, das ist für so eine Truppe doch ein hartes Brot, muss man mal einfach so sagen. Ihr seht das hier, die sind nicht mal annähernd bis zur Mitte gekommen. Jetzt kommt hier hinten eine Tesla-Farm hoch. Da sind noch 2 Infernos da. Da geht nichts. Da geht einfach nichts. Und dann ist das hier auch bei einem Stern geblieben. Denn bis zum Rathaus kommt auch die Queen nicht mehr. Die bohrt sich jetzt zwar noch durch eine Mauer. Und der Frost war suboptimal. Okay, er war jetzt noch für den einen Bogenschützenturm. Ist aber nicht so schlimm auch. Das gehört zu Clash of Clans zu. Also 1:1 mit einem Stern hier. Ist zwar mau, aber es ist nicht so mau wie verkackt. Also es ist ja jetzt nicht 0 Sterne und 48%, was viel, viel ärgerlicher gewesen wäre, sondern es war immerhin 1 Stern mit 64%. Die Queen wird jetzt keine Sekunde mehr länger leben, das seht ihr selber. Die macht keinen Schuss mehr auf irgendetwas. Und dennoch bin ich froh, dass wir diesen Klankrieg gewonnen haben. Ja, 52-51. Ich war ja im Livestream schon drin hier. Wir haben das Ding wirklich gepackt hier. Und eigentlich muss ich es ihm ankreiden. Aber irgendeiner wird es ihm schon gesagt haben, dem Peter. Unser Zweiter hat seinen Angriff auch nicht mehr gemacht. Warum auch immer nicht. Es wäre ja noch viel höher ausgegangen, denn wir haben ein bisschen Glück gehabt, dass der Gegner hier, denn die Nummer 2, der Sander, hat unsere Nummer 4 schon gedreiert und hätte bestimmt noch ein bisschen was hingekriegt, wenn er nicht hier mit 0% ein Disconnect gehabt hätte. Also ein ganz enges Ding hier. Ich wollte heute einfach mal abdrehen vom Level 7 Clan. Ich muss sagen, als Fazit, ich fand das hier jetzt in Ordnung. Für mich als absoluten Casual-Spieler mit diesem Account, mit dem Alex-Account, gehe ich hier jetzt aber auch raus. Sage auf jeden Fall vielen lieben Dank dem Wölfe G. Ich weiß nicht, was es heißt, dieses G. Vielleicht ist auch nur ein Verrutscher. Wir sind freundlicher, aktiver Clan-CK. Für jeden, der Bock hat, auf Spaß und Krieg hat, kein Thema, einfach anfragen und reinhauen. 34 Leute sind hier drin, 2er Serie, 60er Kriege gewonnen und es geht hier hart auf Level 8 zu. Ich fand das hier absolut in Ordnung jetzt und ihr seht das auch, die Saison hat jetzt eben oder heute erst angefangen. Hier sind sie dabei. Es ist einfach so und absoluter Casual Clan mit hohen, mit niedrigen Accounts und wer in etwa so eine Spielweise hat wie ich hier mit dem Alex, der ist hier super aufgehoben. Hier gibt es keinen Stress, hier machen alle das Nötigste, hier ist Chat-Aktivität drin. Ihr seht das, 95 gepostete Sachen, 5 von 34. Es ist jetzt schon wieder ganz und spät, kurz nach 10. Also ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem hier gefallen von den Wölfen. Auch wenn der Header etwas anders ist die Folge. Ich nehme sie einfach mit rein in meine Playlist. Ich bei euch und ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Bis dahin. Euer Toto. Clash Team.